Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich im Werder TV. Mein Name ist Franz Böhmert. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen und ich darf Ihnen einen kleinen Tipp und eine Empfehlung geben. Sehen Sie immer Werder TV im freien Fernsehen. Sie werden nirgends so eingehend informiert über die Geschehnisse des SV Werder Bremen wie in dieser Sendung. Herzlichen Dank. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Werder TV im Dezember. Sie sind es von uns nicht anders gewohnt. Das Programm ist vollgepackt wie immer, deswegen auch ohne lange Vorrede hier unsere Übersicht. Wie Sie es nicht anders von uns kennen, meine Damen und Herren, haben wir natürlich immer einen Studiogast, so auch heute. Ein Mann, der seit 30 Jahren das Steuerrad des SV Werder fest in den Händen hält, gehalten hat. 28 Jahre als Präsident, 2 Jahre jetzt als Vorsitzender des Aufsichtsrates. Sie kennen ihn alle. Herzlich willkommen, Dr. Franz Böhmert. Dr. Böhmert, Konfuzius hat mal gesagt, auch der längste Lauf beginnt mit dem ersten Schritt. Wie ist das denn bei Ihnen gewesen? Wie sind Sie zum SV Werder gekommen? Ja, das war mehr ein Zufall. Ich war junger Arzt im Zentralkrankenhaus Lang-Jungstraße und natürlich, wie viele Ärzte, auch Fußball interessiert, Stammgast bei Werder, allerdings in der Kurve dann auch. Stehplatz. Stehplatz natürlich. Mit meinem damaligen Chef, der ja auch mal Ihrer war, jawohl, bin ich dann regelmäßig zum Fußball gegangen. Und Werder suchte, als die Bundesliga begann, einen Vereinsarzt. Und zufällig war auch der spätere Vize, dann Klaus-Dieter Fischer, machte ein Praktikum im Krankenhaus, wo er ein Praktikum absolvierte. Und der hat dem damaligen Wirtschaftsleiter, der Vorsitzender der Leichtathletik zur Zeit damals war, gesagt, wir suchen bei Werder für die Bundesliga einen Mannschaftsarzt, kennst du nicht jemanden? Ne? Naja, und dann hat er mich angesprochen, der hatte mich öfter beim Fernsehen gesehen, der Herr Seiler, ob ich das machen würde. Und dann bin ich da zu Hansi Wolf gegangen, der damals im Weserstadion in der alten Tribüne noch in einem sehr kleinen Zimmer hauste, also hausen kann man richtig sagen. Dann gab es ein Vorzimmer und noch einen kleinen Warteraum, das war die Verwaltung von Werder Bremen. Da kam ich dann an und dann habe ich bei Werder angefangen. Übrigens, Klaus-Dieter Fischer hat mich dann ein halbes Jahr später mal getroffen, okay, und war ganz verblüfft, dass ich dann Mannschaftsarzt war, weil er eigentlich einen ganz anderen im Visier hatte. Er meinte ganz anderen. Er hatte einen ganz anderen immer da im Krankenhaus. Aber wir wissen nicht, wer das, bis heute noch nicht, wer das war. Der hat sich auch nie wieder gemeldet. Der hat sich. Und naja, so sind wir dann zusammengekommen. Also es war purer Zufall, da war ich Mannschaftsarzt. Ja, gut, aber so Zufälle, die sind ja manchmal so richtig bahnbrechend. Und bei Ihnen ist es dann auch so gewesen. Ja. Dann waren Sie nun Mannschaftsarzt und irgendwann kam dann die Story, wo der Vorsitzende neu gewählt werden sollte, also der Präsident. Und Sie sind dann von Klaus-Dieter Fischer, wie war das, auch so? Ja, oder ja, haben auch, Sie dann auch im gegenseitigen Einvernehmen? Diesmal war es natürlich kein Zufall und er meinte dann auch den Richtigen. nicht? Das war schon mal 1968, wo Klaus-Dieter Fischer mich ansprach, es müssten mal Jüngere ran. Damals war mit Werder ja auch, war Werder in den unteren Regionen und damals war ich gerade Chefarzt im Krankenhaus links der Weser geworden, da war mir das noch zu viel und 2 Jahre später hatten wir uns dann beide vereinbart. Ja, dann ging das voran. Aber sicher hat keiner von uns beiden gedacht, dass das mal über so lange Zeit geht, aber das ist, glaube ich, in der Bundesliga einmalig, denn dass der Präsident und Vizepräsident so lange im Amt sind. Ne? Ja, Dr. Böhmert, als Fan sind Sie angefangen, als Präsident dann Jahre später haben Sie weitergemacht. Gibt es da irgendwelche netten Erinnerungen aus der damaligen Zeit? Ich meine, das kann man mit heute wahrscheinlich gar nicht mehr vergleichen. Ne? Nein, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Allein die finanziellen Aspekte, nicht? Wenn ich zum Beispiel an einen Spieler wie Werner Goertz denke, der ja höchst renommiert war, auch
immer auf dem Sprung in die Nationalmannschaft stand. Er verdiente damals 1.500 Mark im Monat. Oh, und dann ging er zur Geschäftsstelle nach einem Jahr und dann wurde der Vertrag um 100 Mark erhöht und Werner Götz hat sich noch bedankt. Aber ich denke an eine schöne Story. Am Anfang, als Fischken Multhaupt hier als Bundestrainer intronisiert, Bundesliga-Trainer intronisiert wurde, verdiente damals 2.800 Mark. Als Trainer? Als Trainer. Und dann wurden die Vertragsmodalitäten besprochen. Man war zu Ende, man war sich einig. Es wurde Glas Sekt gereicht. Und dann sagte der Fischken Multhaupt: Moment mal, meine Herren. Es muss ja noch was hier geregelt werden. Und da waren die damaligen Vorstandsherren, die auch meine Freunde, später väterlichen Freunde wurden, die sagten, wieso, was ist noch zu regeln? Und sagten, naja, die Prämie für die deutsche Meisterschaft. Nee. Woran und keiner glaubt. Werder Bremen war ja damals gerade so in die Bundesliga gerutscht und war ja sicher nicht so die sportlich die allererste Adresse. Und ich und alle haben sich totgelacht und haben den Herrn Multhaupt einen Zettel hingelegt, haben gesagt, Herr Multhaupt, können Sie Frank selbst eintragen. Nicht? Und dann hat Fischke Multhaupt 50.000 Mark eingetragen. Das war eine Wahnsinnssumme für damalige. Und alle haben sich totgelacht. Ja, aber später. Und im nächsten Jahr, ich bin dann immer zu den Spielen, zum Spieltag mit dem damaligen Vizepräsidenten und Schatzmeister, meinem väterlichen Freund Wilhelm Riedmüller, angereist. Er sagt, wer hätte denn das wissen können, jetzt müssen wir 50.000 Mark zahlen. Aber ich sage, Wilhelm, die zahlen wir ja sicher gern. Ja, natürlich, klar, das war die erste. Ja. Und Rudi Assauer wollte das Gleiche nochmal mit Otto Rehhagel machen, als wir zweite Liga waren und den feststand, dass wir in die Bundesliga aufsteigen. Und dann machten wir die Vertragsverhandlung mit Otto Rehhagel und dann kam Otto auch mit der Frage, wie ist es mit Meisterschaftsprämien? Und da sagte Rudi Assauer noch, Otto, machen wir ein Ding. Du verdienst jetzt weniger, als wir vereinbart haben, und dann kriegst du 300.000 Mark Meisterschaftsprämien. Da habe ich gesagt, Gottes Willen, kommt überhaupt nichts in Frage, nach der Erfahrung mit Fischken Multhaupt. Und sagte Rudi Assauer noch, Doktor, Werder Bremen, nochmal Deutscher Meister, das gibt's doch gar nicht. Da hat man sich ja dann positiv überraschen lassen. Ja, hat sich das eigentlich träumen lassen, dass, sag ich mal, Werder Bremen ist ja dann irgendwann in den 70er Jahren so ein bisschen nach der Millionenelf so ein bisschen graue Maus auch gewesen, dass sie nochmal so einen Aufschwung nehmen? Also das war damals sicher nicht absehbar. Nicht? Wenn man die Infrastruktur da in den 70er Jahren hier in Bremen sieht mit dem Weserstadion, was weit hinter der Qualität der damaligen sogenannten Weltmeisterschaftsstadien in Hamburg, Dortmund und etc. pp. München sowieso sah, wenn man das Weserstadion damals 5.000 Sitzplätze, die alte Holztribüne, das war eine Infrastruktur, wo man überhaupt nicht dran denken konnte, dass Werder da an diese Vereine, die doppelt so viel Zuschauer in der Saison hatten, anklingeln konnte. Das war sicher nicht der Fall. Umso schöner waren natürlich nachher die anderen Entwicklungen. Ne? Mhm. Und mein Traum war immer mal, als wir wieder aufstehen, mal im UEFA Cup. Das war's dann. Ne?